Einen wunderschönen guten Abend, willkommen zurück bei Dead by Daylight, der Survivor. Mit dabei ist ein Yogi. Hello! Bist du der Twilight? Nee. Nee. Also, ich bin der andere Twilight. Ich bin bei dem Random mit der Sonnenbrille auf. Ah, okay. Also, wir spielen da wieder Head-Ons. Wir versuchen es zumindest. Das Lustige ist, ich habe bei mir gestern Shift gedrückt halten, ja. Und wenn du Dingenskirchen hast, wenn du eine Krähe hast, geht's nicht. Okay. Es hat einen Terrorradius. Es ist ein Trapper. Hm. An der Shack. Wo sich übrigens auch der Keller befindet und er hat das Fenster getrappt. Also aufpassen. Okay, wir sind von der Trap aus hinter Meat Tree an einem Gen, der jetzt aber auch demnächst fertig ist. Nicht zu vergessen, es gab Map Changes. Die Map ist jetzt hier zum Beispiel kleiner. Es gibt da oben ein Fenster. Die Tiles sind nicht mehr ganz so assi für die Killer. Und wollen ich wir mal schauen. Ich habe gar keine Ahnung davon. Ja, was ich noch sagen wollte. Lustig ist, wir haben es ja letztes Mal schon versucht mit dem. Ja, er geht sofort zurück zum Getrappten. Wir haben es ja letztes Mal versucht mit dem Head-on-Gameplay. Hat nicht hingehauen. Jetzt habe ich gestern, also bei mir gestern, mit Random und Hannes gespielt. Da habe ich Random zweimal in Folge, in zwei anderen Folgen Spielen, mit einem Head-on gerettet. Nice. Ja, aber die Killer waren auch irgendwie seltsam, weil sie wirklich an dem einzigen Locker vorbeigelaufen sind. Und der eine hat mich sogar noch reingehen sehen. Ich habe mal einen Totem weggemacht. Ja, ich habe noch keinen Zweck gemacht. Da drüben, ja, dann könnte ich gleich eigentlich... Da, wo er etwa liegt, ist auch eins gewesen, glaube ich. Und wir sind im Archive. Kam bei euch letzte Woche raus. Am Mittwoch genau zu sein. Dementsprechend gilt wieder ein paar Aufgaben zu machen. Und das ist ein Problem, weil viele Survivor sich dann nur auf diese Aufgabe konzentrieren. Aber er hängt im Keller. Und dann wird nichts geschafft. Keller, herzlichen Glückwunsch. Gegen einen Trapper ist immer lustig. Mhm. Und er versucht... Nee, er versucht nicht zu springen. Er deutet nur an, dass der Killer in der Nähe ist. Also er wird auf jeden Fall das Fenster getrappt haben. Ich gehe mal auch von einem, mindestens einem Eingang aus. Ja, er geht auch gerade erst hinter die Hütte. Hat er mich gesehen? Also ich habe notfalls auch BT. Das heißt, ich würde ihn rausholen können. Ja, der Killer und ich rennen jetzt weg. Oder mache ich diesen Gen fertig und komme dann mal in eure Richtung. Da rennen wir gerade hin. Wahrscheinlich wird er aber jetzt mir folgen, wenn er mich gesehen hat und schlau ist. Ja, er kommt in deine Richtung wieder. Ja, dachte ich mir. Aber der andere hat ihn schon gerettet. Wenn er hier an der Palette vorbei will, kriegt er einen Head-On dann. Du kannst dich safe kennen, oder? Du hast ein Medkit dabei. Ich hab's ein Medkit genutzt, ich hatte ein Self, also so ein Dings-Heal. Ich gehe mal auf die andere Webseite. Hoffentlich hat er DS. Oh ja, die Map ist wesentlich kleiner. Sag ich ja. Einige Teils fehlen, es sind weniger Paletten da. Ich mach mal einen Totem weg. Soll das die Performance auch besser machen in irgendeiner Form? Weil die Teils ist ja oft so ein Performance-Ding eigentlich. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die Performance schlecht wäre. Ah, ich könnte. Weniger Gens. Muss nur noch einen machen. Kein Decisive. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich kann keine 10 Hits trinken. Sorry, mein Freund. Also er hat den weiter entfernten Eingang getrappt gehabt. Und ich mach noch einen Totem weg. Jawohl, ich mach dir mal einen Gen. Wo sitzt du? Hinter dem großen Gruselhaus. Okay. Weil wir haben einen Gen in der Shack. Einen vorne im Feld, einen oben im Haus. Der dürfte noch nicht gemacht worden sein, glaube ich. Nee, du hast den gemacht da hinten, also wo ich dir entgegengekommen bin. Wir haben den diagonal auf der anderen Seite gemacht. Jemand anderes muss retten gehen. Ich habe so einen Typen hinter mir gehabt. Ja, wenn ich den Gen fertig habe, renne ich los. Das dürfte noch reichen. Wo ist der andere Kerl? Ich wollte ihn heilen. Ich könnte dich heilen, Junge. Bleib stehen. Bleib doch stehen. Dann halt nicht. Oh, er ist direkt vor mir. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Alles gut, der andere wird gerettet. Gut, gut. Dann können wir Killer und ich spielen gehen. Er verfolgt mich natürlich nicht weiterhin, er geht direkt wieder zurück. Ja, das ist natürlich kontraproduktiv so.
So, komm hier am Fenster vorbei, mein Freund. Wird der in den Keller? Der wird in den Keller gebracht. Ich versuch's. Scheiß drauf. Ich habe mir auch überlegt, eigentlich gleich mal in den Keller gehen und der muss ja relativ nah so oder so an den Schränken. Ja, ich weiß, ich versuch's trotzdem. Ah, er hat mitbekommen, dass ich hier rein bin, weil ich kein Ding mehr hatte. Gerettet. Nice. Easy, mein Freund, easy. Der hier ist auch nicht weg, der hat ihn nicht aufgesetzt. Hat hingehauen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so eng an dem Ding vorbeigehen wird. Er jagt mich übrigens. Ich ziehe ihn weg vom Keller, damit ihr euch vielleicht ein bisschen mal resetten könnt. Ja, ich bin mit dem anderen hinterm Haus, wo ich den Gen geploppt habe und wir heilen uns gerade gegenseitig. Er ist im Feld, geht Richtung Mitri. Am Mitri vorbei, ja. Richtung Teil wahrscheinlich. Naja, da drüben, ich sehe ihn. Aber hat hingehauen, alles gut. Ich bin sehr zufrieden. Schön. Der ist noch hinter dir her? Nee, er ist weg. Achso. Ich heil mich. Ich mach mal den Gen in der Mitte. Ja. Er wird ihn vielleicht, also wenn er versucht, ihn bis zum Keller zu bringen, werde ich ihn Hit tanken. Macht er, versuchte. 100 Pro. Nee, da ist noch Haken vorher. Er geht Richtung Keller. Und er wird auch gerettet, falls du das nicht bist. Das bin ich. Lauf, mein Freund. Oh, ich hab ja hier. Fast Heal. Mal gucken, ob das reicht. Ja, ist noch nicht auf dem Weg. Jetzt kommt er. Ja, aber er kommt zu dir an Jen und nicht zu uns. Ja, soll er doch. Weil wir direkt daneben sind. Also alles gut. Ihr könnt an den Jen wieder gehen. Der ist zur Hälfte fertig. Er hat hier rote Plops, nachdem er einen gehängt hat. Wie heißt's? Pop? Richtig. Er hat ihn aber nicht gehittet. Oh, er ist darum gelaufen. Ich dachte, er würde andersrum gehen. Den in der Killershack. Ja, den meine ich auch nicht. Den, wo der Haken war. Der war zu Hälfte. Genau, aber den in der Killershack, den hat er gehittet. Da bin ich gerade langgelaufen, deswegen. Er hat auch Iron Crasp. Und er wird den hitten, wo du jetzt dran bist. Na, er geht Richtung Shack. Ah, ich habe da nicht drauf geachtet, dass er gedoublebacked hat. Ärgerlich. Oben am Gen im Haus ist einer. Ich heile dich direkt. Schön, letzter Gen. Nur noch einer. Ja, und der im Feld, also da saß ich gerade nochmal dran, der ist drei Viertel. Den wird er wahrscheinlich jetzt hitten. Nee, er ist jetzt hier. Oh, der hat erstmal Palette abbekommen. Muss noch weit wegkommen vom Keller, dann bin ich hier schon glücklich. Ich gehe an den Gen. Drei Totems sind weggemacht. Da hat er sich schön mitgedreht. Ich habe eins gemacht. Ja, ich zwei. Ich schaff den Gen auch nicht. Ja, aber gefühlt geht er immer wieder zu dem Gen in der Shack, also. Dann schaffen wir es. Dann wird er wahrscheinlich noch Nowhere haben. Ja, er wird mich jetzt schön in den Keller hängen. Und du hast noch nicht gehangen. Nö, erstes Mal. Optimal. Dann haben wir Zeit. Solange die anderen das Tor nicht öffnen. Ah, nee, er nimmt den allerersten Haken, okay. Hätte er mich hinten versucht hinzuhängen, dann hätte er es nicht geschafft. Ich schaue erstmal ganz kurz nach Totems, weil wir haben ein bisschen Zeit. Ja, hier oben in der Shack könnte auch eins sein, weiß ich nicht. Da ist keins. Da hatte ich geschaut. Ja. Da habe ich kein schönes Head-On machen können. Mist. Wo hattest du dein Totem weggemacht? Ja. Ich glaube, in der Nähe von dem ersten Gen, den ich gemacht habe. Also ich habe ein nicht brennendes Totem. Da, wo du mich am Totem machen siehst, da ist auch die Hedge. Okay. Einmal diagonal rüber. Ja. Die anderen gammeln hier ein bisschen. Na, jetzt wurde auch geschlagen. Wie gesagt, wir haben noch Zeit. Und er hat keinen Nowhere, also alles gut. Naja, optimal, stimmt. Dann komme ich im Notfall. Gibt's. Okay. Ja gut, wenn er den jetzt hängt, ist er tot. Wo ist der zweite? Der gammelt bei dem irgendwo rum. Hätte dich holen müssen. Ja. Oh je, Mine. Kobe! Oh, zu spät. Kann nicht mehr kommen. Wir haben ein Problem. Es wird keinen Ausgang geben. Weil er den resettet. Das ist unnice. Komm, schlag mich. Stell dich dahin, genau. Alles gut. Verdammt, da war keine Ding. Da war leider keine Palette mehr. Jetzt hat er uns alle. Und der andere macht's Tor auf. Der andere macht's Tor auf und wird gehen. Ich werd gehuckt. Und der verpisst sich halt.
Ja, wir spielen mit Randoms, da ist man immer am Arsch. Was auch sonst, weil die waren nicht gut, die Randoms. Nö, gut ist was anderes, definitiv. Ich hätte den anderen einfach verrecken lassen sollen, statt einen Head-on-Rescue zu machen. Nope. Natürlich hast du auch kein Decisive. Nö. Das habe ich nicht dabei. Ja, die Punkte nehme ich jetzt mit, ist mir egal. Ich habe Zeit. Ich bin tot. Ich bin's tot. Ach stimmt, ist ja instant. Wenn die letzten Personen hängen, ist automatisch instant Schluss. Gibt ja gar keine Points mehr. Haben sie eingeführt mit dem letzten Update. Ja, schade um die Points, aber... So, ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann, noch einen schönen Abend. Ja, einmal klicken, zack, fertig. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.